Hallo, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails. Ich bin Silviane Müller. Auch wenn ihr jetzt so in letzter Zeit mein Gesicht gar nicht mehr gesehen habt, ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich zeige euch lieber das Ergebnis von meinem heutigen Video. Und ich habe der Katharina, also wie man sieht, ist das natürlich wieder Katharina. Und der habe ich ein einfaches Refill gemacht. Und muss natürlich jetzt erstmal die alte Modellage anfräsen. Das heißt, ich habe quasi ein Short-Refill gemacht und muss dafür mit dem blauen Hartmetallfräser jetzt erstmal den Versiegler runterholen und das, was ich so an Design gemacht habe und das, was eventuell an kleinen Liftings aufgetaucht ist. Und eigentlich will ich nur das Material, was ich drauf habe, das war ja der Glitzer-Baby-Boomer, den ich da gemacht habe, mit den Steinchen bzw. mit diesem Goldgedöns. Das muss ich jetzt natürlich runterholen. Dafür habe ich eine alte Zange. Ich habe ja so mehrere Zangen, die ich dafür nehme. Und das ist jetzt eine ganz, ganz alte Nagelhautzange, die man für nichts mehr gebrauchen kann, sondern nur noch für Steine runterholen. Und dann wird erstmal die Versiegelungsschicht entfernt und dann das, was da, wo die Steine so drin gesessen haben. Und natürlich, wenn dann irgendwelche Liftings sind. Und das habe ich, und an der Seite, ich glaube, ich hatte ja schon mal erzählt, Katharina hat sich ein Haus gekauft und die rödelt da natürlich immer wie verrückt drin rum. Und hatte jetzt natürlich an manchen Stellen, so an den Seiten, an den Ecken, vor allen Dingen Zeigefinger, Mittelfinger, die sahen jetzt nicht so nett aus. Da musste ich neues weißes Material auf die Spitze setzen. Warum ich jetzt hier immer so lache, ich hab drei kleine neue Katzen. Ich muss mal gucken, ob ich beim nächsten Mal, ob ich die vielleicht mal im Video auffangen kann. Und die sind seit einer Woche draußen und die toben hier wie die Bescheuerten draußen rum. Ich sehe die dann immer, wenn ich vertone. Also kann ich mich beömmeln über die drei. Die sind 4 Monate alt. Vier Monate, glaube ich. Die sind echt der Hammer. So, jetzt erstmal hier wieder weiter. Wenn ich mit dem blauen Hartmetallfräser grob runter entfernt habe, dann steige ich um auf meinen Kegel, Hartmetallkegel, und arbeite mir quasi einen sanften Übergang zum Naturnagel. So, dann wechsle ich um auf die Flamme. Und dann wird erstmal die linke Seite gearbeitet, ganz vorsichtig, an der Haut, also an dem Nagelwall entlang, an dem Falz entlang. Und dann wechsle ich die Richtung und dann gehe ich auf der rechten Seite runter. So, Richtung gewechselt und jetzt gehe ich auf der rechten Seite runter und immer schön flach arbeiten. Nicht auf der Nagelplatte, sondern es geht jetzt wirklich nur um Hautschüppchen, also um Haut, die sich quasi an der Nagelplatte befindet. Also so richtig ist sie ja, sie sitzt da zwar drauf, aber durch das seitliche Ziehen löse ich sie und schiebe sie quasi so ein bisschen hoch. Und wenn ich dann den Fräser so seitlich halte, dann kann ich sie mir richtig nach oben drehen. Und meistens oder manchmal, ne, nicht meistens, manchmal fliegt das von alleine weg, aber so wie hier jetzt, aber manchmal bleibt das halt stehen und das muss ich dann halt zum Schluss wegmachen. Also ich mache das nicht mehr vorher, das mache ich ja schon ganz, ganz lange nicht mehr, sondern hinterher. Dann wird die Nagelplatte mit Prep dehydriert. Hier habe ich jetzt die Pinselflasche dafür genommen und dann wird mit Rubber Base quasi die Grundierung aufgetragen. Verteile das schön mit meinem Pinsel. Das mache ich entweder mit dem Enjoy 2 oder jetzt in letzter Zeit mache ich es halt öfter mit dem Flaschenpinsel. Trage das gründlich auf und natürlich nur auf den Naturnagel. Wenn es jetzt auf das Produkt kommt, ist es auch nicht so tragisch, aber es muss auf jeden Fall auf dem Naturnagel genug Material sein. Also ich darf nichts freilassen, weil sonst das folgende Material ungern hält. Das wird 60 Sekunden in der LED gehärtet. So, jetzt mache ich das, was ich vorhin schon gesagt habe. An den Stellen, wo halt ein bisschen was kaputt war, da nehme ich jetzt mit meinem Mystical 8
das ist ja der Pinsel, der, wenn das Material im Winter zum Beispiel nicht so richtig will, dann nehme ich den Pinsel lieber als den Evolution, den alten, weil der Evolution halt sehr weich ist und im Sommer ist der mega toll. Also habe ich quasi immer so diese beiden hier immer zur Auswahl. Und das Star White ist ja sowieso auch viel, viel fester als alle anderen Viacrylgele, die wir haben. Und da kann ich alle fünf Finger auf einmal machen. Und das Ganze wird dann 120 Sekunden ausgehärtet. Und auf jeden Fall aushärten. So, dann trage ich meinen Glamour auf und das ist ja eigentlich genau das, was ich beim letzten Mal bei Katharina auch gemacht habe. Das Star White als Spitze und hier brauchte ich jetzt zum Beispiel nichts auf die Spitze machen und dann wird das nach unten auslaufen gelassen. Und jetzt merkt man schon wieder, oh, das Glamour, das ist nämlich eigentlich viel, viel weicher als alles andere und es ist jetzt auch sehr warm im Studio gewesen. Also zack, Pinselwechsel. Die beiden habe ich ja immer griffbereit da liegen. Und vor allen Dingen, wenn man dann zu viel Material genommen hat, dann ärgert man sich wieder schwarz, wenn man das nach unten wegmacht. Also immer, man sollte eigentlich meinen, dass ich mittlerweile begriffen habe, dass da nicht so viel drauf darf. Dann versuchen wir das mal beim nächsten. Das ist jetzt ein Daumen, der Daumen von der anderen Seite. Schön auslaufen lassen. Wenn ich anheben will, muss ich natürlich vorne viel haben, ne, damit ich das von unten ausfräsen kann. Aber wie jetzt zum Beispiel hier an dem Kleinen, da brauchte ich ja nicht so viel. So, Schwitzschicht entfernen und dann wird erstmal die Seitenlinie gefeilt. Wie immer. Nach der Seitenlinie nehme ich wieder meinen blauen Hartmetallfräser und kürze auf die Länge, die ich haben will. Das mache ich ja bei Gel grundsätzlich, dass ich immer erst hinterher kürze. Bei Acryl mache ich es nach der Modellage. Also Quatsch, nach der Modellage. Bei Acryl mache ich es bei Pink and White hinterher. Ansonsten kürze ich immer vorher. Wenn ich jetzt bei wie Acrylgel nur, also wenn ich nicht anheben muss und ich habe nur wirklich ein ganz einfaches Refill im Studio zum Beispiel, dann kürze ich natürlich auch vorher, weil sonst habe ich ja viel zu viel Material drauf und bei Katharina muss ich ja immer so ein bisschen anheben. So, nach dem blauen Hartmetallfräser, nach der Oberfläche gehe ich mit meinem Hartmetallkegel den runden wieder oben über den Rand und hebe von unten ein bisschen an. Also Material von unten wieder ausdünnen. Ich mache das nicht von oben, weil die halt bei Katharina immer arg nach unten wachsen und das finde ich halt nicht mehr so schön. Und deswegen hebe ich den Nagel quasi durch das Fräsen unten drunter an. Dann wechsle ich wieder auf meinen schmalen Hartmetall. Und dann kommt's Finish Filing. Alle Fallschritte findet ihr natürlich wieder in dem Video Fallen und Fräsen. Das habe ich in der Videobeschreibung unten drin. Das ist ja in jedem Video in der Beschreibung drin. Da werden also die einzelnen Fallhaltungen und die einzelnen Fallschritte ganz genau erklärt. Das ist zwar schon ein bisschen älter, das Video, also ich bin da ein paar Jährchen jünger. Aber es ist immer noch genau das Gleiche. Alle Fallschritte werden dann mit dem Buffer nochmal wiederholt, damit meine Oberfläche auch nicht so viele Kratzspuren hat. Dann gehe ich mit meiner diamantenen Kugel und hole die restlichen Hautschüppchen, die jetzt so beim Fallen und beim Buffern und so, die sich da nicht gelöst haben, die mache ich damit noch weg. Und die Kugel immer so leicht seitlich, also ihr dürft nicht direkt frontal mit der Kugel auf den Nagel gehen, sondern immer so ein bisschen seitlich,
damit die Haut sich quasi nach oben schiebt und dann abgeschnitten werden kann mit dem Fräser. Sonst habt ihr das nämlich, sonst wird quasi die Haut da oben drauf nur poliert und ihr holt das nicht ab. So, die restlichen Staub, also alles, was so an Staub sich noch im Nagelfalz und unterm Wall und auf dem Nagel und drunter befindet, hole ich nochmal mit Cleaner runter. Und dann mache ich bei ein paar Nägeln mit Metallgold mir ein paar Flächen. Also ich ziehe mir ein paar Linien und mache auch ein paar, ja, wie so eine Schleife da rein. Aber das ist jetzt eigentlich so willkürlich. Ihr könnt, wenn ihr lustig seid, auch einfach eine Blume malen und die dann ausfüllen. Aber ich habe jetzt einfach mal so, bin auch inspiriert von einem Instagram-Nail-Video gewesen. Das fand ich eigentlich richtig cool und dann habe ich das so ein bisschen mit eingebaut. Das Ganze wird 60 Sekunden gehärtet. Und dann mache ich das immer so im Wechsel. Wenn ich den einen Finger fertig habe, der kommt dann in die Lampe, dann mache ich an der nächsten Hand. Und ich habe jetzt aber hier nicht alle gemacht, sondern wirklich nur ein paar. Und dann kommt das Color Culture White. Gar nicht wahr. Erstmal wird versiegelt mit Top & Go. Klar, weil ich ja ein Samtdesign mache. Aber trotzdem kommt dann gleich das Color Culture White. Also jetzt wird erstmal komplett alles versiegelt. Top & Go muss immer 120 Sekunden ausgehärtet werden. Der Top & Go gehört ja zu unseren Versieglern ohne Schwitzschicht. Wir haben ja mehrere Top & Go. Einmal den Frosted, das ist der Matt. Dann habe ich den Rosé, der hat so einen Rosé-Touch. Und den Glamour, der hat so ganz, ganz, ganz kleine Glitzerpünktchen da mit drin. Und den ganz normalen Top & Go, den habe ich jetzt hier. Also aushärten. Und jetzt wird mit Color Culture White, der 101, werden die Flächen, die ich im Samtdesign haben möchte, ausgefüllt. Also das, was ich vorher mit dem Metallgold. In Silber sieht das übrigens bestimmt auch richtig cool aus. Die werden ausgefüllt und dann nehme ich von meinem Nail Force Acryl Powder Bright White. Das ist das weißeste Weiß, was wir an Powder haben. Das mache ich wie die Glitzer, die ich mir da manchmal als Samtdesign mache, aber da habe ich jetzt das Bright White drüber gekippt und das wird dann 60 Sekunden gehärtet. Und dann habe ich ein Matt-Design. Also matt, eigentlich Samt. Ich kippe das immer auf so ein frisches Kosmetiktuch und dann kann ich den Rest, der auf dem Nagel nicht gehaftet hat, den kann ich wieder reinkippen. Und dann bin ich fertig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war jetzt nicht ganz so lang, das Video, weil es war ja auch eigentlich ein Short-Refill. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mir Kommentare drunter schreibt und sagt doch mal, was ihr gerne sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!